Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein neues Full Face Only Using für dich und zwar geht es heute um die Marke Maybelline. Also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, ich habe tatsächlich keinen Primer von Maybelline, ich hatte mal einen. Und den habe ich aber vor ein paar Monaten schon aufgebraucht, leider. Das heißt, ich werde schnell mein Gesicht primen mit dem Primer, den ich aktuell in meinem Make-up-Kit hier habe. Das ist von Becca, der First Light Priming Filter. Den brauche ich einfach aktuell auf, ne? Hat übrigens die gleiche Farbe wie meine Fingernägel aktuell. Ein Traum. Ja, ich habe mir übrigens angewöhnt, dass ich meine, wie lackiere ich meine Fingernägel-Geschichte bei Instagram poste. Also wenn du mir dort nicht folgen solltest, dann tu es auf jeden Fall, denn da ja, verpasst du dann nichts. Also ich teaser da auch einfach mal schon ein paar Produkte an, poste ein paar Looks und so weiter. Folgt mir da auf jeden Fall gerne. Ich würde mich freuen. Nachdem ich mein Gesicht geprimed habe, muss ich mir erstmal einen Schluck Kaffee trinken. Bei den Foundation habe ich tatsächlich drei Foundations von Maybelline. Da habe ich einmal die Dream Satin Liquid Foundation, die ich richtig gut finde. Passt unfassbar gut auch zu meinem Hautton. Da habe ich die Farbe 16R400. Nein, 01 Natural Ivory. Kann ich mega empfehlen. Die nehmen wir heute nicht. Genauso wie wir heute auch nicht nehmen von Maybelline die Dream Urban Cover Full Coverage Foundation, weil ich keine Lust auf Full Coverage heute habe. Die hat einen Lichtschutzfaktor von 50 und heute scheint die Sonne nicht wirklich. Deswegen brauche ich die jetzt heute nicht. Ich habe mal wieder Lust, die Foundation Fit Me zu nehmen. Luminous and Smooth, strahlend und ebenmäßig, normal to dry, normale bis trockene Haut, tüdelü, in der Farbe 115. Die habe ich schon gefühlt 100 Jahre nicht mehr verwendet, oder? Weiß ich nicht. Das ist halt einfach eine, die hier mit einem Pumper rauskommt. Und ja, die nehme ich mir einfach erstmal auf. Nehme dann ein angefeuchtetes Make-up-Schwämmchen. Das ist jetzt von Luvia mit Luisa Creschen. Oder von Crash? Nee, Luvia und Luisa Creschen zusammen, genau. Und das gebe ich mir einfach direkt auf mein Gesicht. Die ist von der Deckkraft her nicht so mega intensiv. Aber das muss auch gar nicht sein heute. Irgendwie habe ich da, weiß ich nicht. Muss aktuell nicht sein, weil es ist Sommer. Auch die passt farblich mega gut zu meiner Haut. Also da, ne, kann ich mich nicht beschweren. Hatte ich eigentlich erwähnt, dass ich auch in diesem Video so eine Art Dupe-Vergleich mache? Das kommt gleich noch. Und wen es interessiert, mein Schmuck, also meine Ohrringe und meine Halskette kommen von Corazul. Da habe ich auch einen Link unten in der Infobox und ich habe auch einen Rabattcode, das ist ClaudiCorazul15, damit sparst du 15%, was ich ziemlich cool finde und ja, wenn du möchtest, kannst du gerne über diesen Code auch bestellen, über den Link bestellen und meinen Code verwenden, denn dann ja, verdiene ich tatsächlich auch ein kleines bisschen was an dem Code. Jetzt habe ich 2,5 Pumpstöße auf meinem Gesicht und auf meinem Hals verteilt. Und das ist tatsächlich auch die Deckkraft, die ich mir immer so von einer Foundation wünsche. Ne? Sodass ich hier Rötungen dürfen durchscheinen. Da kann ich nachher noch Concealer drüber machen, wenn ich möchte. Aber Sommersprossen schauen durch und meine Haut strahlt auch richtig schön, was natürlich auch von dem Becca-Filter-gedünsten Primer kommt. Aber die Foundation an sich habe ich ja auch schon ein paar Mal verwendet. Die mag ich halt einfach, ne? Sonst wäre sie auch gar nicht mehr bei mir. Oder ich würde sie jetzt rausschmeißen. Ich bin da ja rigoros hier. Nein, ich mag die wirklich gerne und das ist eine tolle Foundation, die auch eine gute Haltbarkeit hat und auch meiner Meinung nach ein Top-Preis-Leistungs-Verhältnis. Kann ich wirklich wärmstens empfehlen. Fit Me von Maybelline ist auch echt so ein Klassiker, oder? Wo wir schon beim Concealer sind, da habe ich noch ein kleines Witzelchen in meinem Instant Anti-Age Löscher drin, in der Farbe Fair. Der, ne, sieht man, ist nicht mehr so viel drin, den werde ich heute mit euch aufbrauchen. Ja, weil, ne, ja, habt ihr dann vielleicht schon in meinem Aufgebrauchsvideo gesehen. Ich hoffe, dass da überhaupt noch was rauskommt, weil sonst habe ich ein Problem. Hallo, bitte. Concealer, ja, ein kleines bisschen. Da kommt noch was. Na, guck. Den habe ich auch rauf und runter benutzt. Den mag ich auch wirklich gerne. Bin ich hart am Überlegen, ob ich mir den sogar nachkaufe. Weil der hat schon eine ordentliche Deckkraft, aber der ist jetzt nicht so, dass er dir wirklich... Also ich finde den angenehm, ne? Ich finde den auch sehr leicht vom Tragekomfort her. Das ist ein schönes Ding. Ich meine, der ist für einen Concealer jetzt auch nicht so super günstig. 10 Euro oder was kostet, ne? Ja, aber ich mag den gerne. Den verwende ich übrigens auch direkt als Lidschattenbase, also auf meinem Auge. Der wird mir nachher so ein bisschen versuchen, in die Fältchen abzuhauen, aber den kann ich
da rausholen, indem ich dann nochmal mit einem feuchten Schwämmchen drüber gehe, wenn ich abgepudert habe. Das ist überhaupt kein Problem. Dadurch, dass ich den jetzt ja quasi aufgebraucht habe, weiß ich ganz genau, wie ich mit dem Ding umzugehen habe. Ich wollte tatsächlich heute auch mein Aufgebraucht-Video drehen, deswegen passt mir das ganz gut, dass ich heute mein Fullface Maybelline mache. Drehe ich jetzt deutlich vor, das wird erst in ein paar Wochen online kommen. So sollte man nicht reden, Claudi. Wir haben heute nämlich den 2.8. Genau. Aber ich wollte den mit ins Aufgebraucht nehmen. So, ja, das ist doch schon mal eine nette Base, oder? Also mir gefällt das wirklich gut. Ich weiß nicht, fühle mich da richtig, richtig wohl mit, weil das halt auch echt meiner Hautfarbe aktuell vor allem mega entspricht. Und ja, Concealer ist toll, Foundation ist toll, Tragegefühl ist angenehm, meine Haut strahlt. Was will ich mehr? Abpudern muss ich dennoch, aber das machen wir erst, nachdem ich zwei Cremeprodukte verwendet habe. Da habe ich hier einmal den Dream Matte Blush in der Farbe 40 Mauve Intrigue. Das hatte ich mal in einem Adventskalender drin, habe den dann weitergegeben und jetzt ist er wieder bei mir. Und zwar, wer hat mir den denn? War das Jenny? Jenny hat mir den, glaube ich, im Trash-Paket gegeben, ne? Genau, den kannst du entweder mit einem Schwämmchen auftragen oder ich gehe jetzt einfach mit einem Stippling Brush rein. Der ist gar nicht so super intensiv von der Farbabgabe. Und da ich das nachher abpuder und dann noch Bronzer und allen möglichen Bums draufpacke, werde ich mir das tatsächlich auch relativ intensiv jetzt aufgeben. Also nicht erschrecken, das könnte jetzt aussehen, als würde ich mich overblushen. Das ist aber nur jetzt so im ersten Eindruck. Ich finde, bei Cremeprodukten wirkt es immer so, als würde man ein bisschen zu viel auftragen, weil man möchte ja auch, dass man das am Ende noch sieht. Lässt sich aber schön verblenden. Und jetzt gerade so Richtung Sommer oder im Sommer, wir haben ja Sommer, ne? Ist das eine tolle Nummer. Und da mag ich auch sehr gerne Cremeprodukte. Witzig, ne? Damals mochte ich gar keine Cremeprodukte. Hat sich bei mir auch geändert. Aber nu, Geschmäcker ändern sich. Auch die Nase kriegt ein bisschen was ab. Einfach, weil ich das gerne habe, irgendwie in letzter Zeit. Keine Ahnung, warum. Das hatte ich bei Niki Tutorials auch schon öfters. Niki Tutorials. Ich kann gar nicht mehr richtig reden. Ich muss Kaffee trinken. Dann kann ich besser reden. Das hatte ich bei Niki Tutorials nämlich jetzt schon ein paar Mal gesehen. Sie gibt es aber vor allem auf die Nasenspitze. Ich persönlich mag das lieber auf dem Nasenrücken. Ich finde, es sieht einfach ganz süß aus. In der Kamera kommt das jetzt gar nicht so intensiv rüber, wie es eigentlich ist. Also es ist schon, ich habe jetzt drei Schichten von diesem Blush tatsächlich aufgetragen. Das ist gar nicht mal so wenig. Ja, es ist schön. Ich mag das. Und ja, meine Haut sieht gesund aus, sie strahlt und ich mag das einfach wirklich gerne aktuell. Frag mich nicht, warum. Nö, und der ist toll. Ich habe bei Highlightern auch ehrlich gesagt gar kein Produkt gesehen, was in Puderform war. Und deswegen habe ich hier einen Creme-Highlighter. Das ist der Face Studio Chrome Jelly Highlighter in der Farbe 20 Metallic Rose. Das ist halt ein Jelly, ne? Der ist noch komplett zu, den habe ich auch noch gar nicht verwendet. Schwierig ist, dass der wirklich nur 6 Monate haltbar sein soll, nachdem man das geöffnet hat. Ob ich den so schnell aufgebraucht bekomme, wage ich zu bezweifeln. Aber wir gucken mal. Manchmal kann man den ja auch noch länger verwenden. Alter, ich krieg das Ding nicht auf. So schaut das in dem Pöttchen aus. Da bin ich jetzt sehr gespannt, wie man das dann auftragen soll. Okay, das ist wirklich ein recht festes Jelly. Kann man so mit dem Finger reingehen und kriegt ein bisschen was drauf. Kann ich immer hier swatchen. Okay, der ist relativ dunkel. Okay. Aber irgendwie subtil. Ich versuche das jetzt mal mit dem Finger aufzutragen. Oha, jetzt habe ich aber ganz schön viel an meinem. Upsala. Das lässt sich schön mit dem Stippling Brush verteilen. Natürlich. Relativ zart. Kann ich da mit dem Pinsel direkt rein. Gucken. Ist ja nicht schlimm, wenn ich mir das ein bisschen großflächiger aufgebe. Der goldene Glow passt natürlich jetzt auch zum goldenen Schmuck, was ich schön finde. Doch. Das gefällt mir. Das ist toll. Okay, da habe ich jetzt echt ein bisschen viel genommen. Da kann ich ja noch mit dem Schwämmchen besser drüber gehen. Hey. Okay, man sollte es tatsächlich auch besser ein bisschen subtiler aufgeben, so wie hier. Weil wenn ich das wie hier mache, dann wird es ein bisschen dick, ne? Ich meine, da kommt noch Puder drüber, aber trotzdem, ich habe ein bisschen übertrieben. Ich mag es aber. Ich mag diesen natürlichen Glow. Schön. Ich hätte erst gedacht, so, ah, so ein Jelly-Highlighter, Claudi, ganz ehrlich. Da kommst du doch nicht mit klar. Das ist nicht so dein Ding. Ich finde den schön. So, dann pudern wir mal ab. Und zwar habe ich hier das Lasting Fix Loose Setting Powder All Day Matte Finish. Ich hoffe, dass es nicht unbedingt matt sein wird. Es ist einfach ein weißes Puder, was hoffentlich nicht zu weiß auf dem Gesicht ist. Ui, da kommt gut was drauf. Nehme ich mir erstmal so einen kleinen Setting-Pinsel von Real Techniques, um unter meinen Augen zu setten.
fühlt sich schön an und ist auch wirklich transparent. Für den Rest von meinem Gesicht nehme ich mal den hier von Evelyn. Den habe ich von der lieben Ela mal geschenkt bekommen. Das ist ja eigentlich eher so ein Kabuki. Den kann man doch bestimmt auch zum Abpudern nehmen. Also da kommt gut Produkt aus diesen Pünktchen raus. Das muss ich wirklich mal lobend erwähnen. Das hast du bei manchen anderen Pudern, vor allem so bei Catrice und so, nicht. Da musst du ewig klopfen, bis dass du was bekommst. Ich finde, dass das Finish von dem Puder super schön ist, weil das alles sehr weich gezeichnet aussieht, sehr, sehr zart. Finde ich klasse. Also diese Fullface-Reihe gibt mir auch echt die Möglichkeit, da jetzt nochmal neue Produkte für mich zu entdecken, die ich vorher so gar nicht beachtet habe, ne? Selbstverständlich als Bronzer. City Bronzer, ja, das ist dieser hier in der Farbe Medium Cool 200. Ich nehme jetzt hier einfach mal den Boutique-Pinsel und trage mir einfach den Bronzer auf, wo ich Bronzer auftrage. Ja, der Bronzer verhält sich auch so, wie ich das erwartet habe. Sprich, er lässt sich schön ausblenden. Das Einzige, was ich halt etwas anders in Erinnerung hatte, ich dachte mal, der wäre intensiver. Aber es liegt wahrscheinlich auch daran, dass jetzt Sommer ist und ich einfach ein bisschen gebräunter allgemein bin. Und deswegen der Farbton einfach etwas mehr zu meinem Hautton passt, sage ich mal. Ne? Und so ist es eine wirklich schöne Geschichte. Ich finde den wundervoll. Lässt sich toll ausblenden. Also der ist echt top. Kann man wirklich extrem empfehlen. City Bronzer, Maybelline, scharfes Teil. Augenbrauen. Brow Precise habe ich in der Farbe Dark Blonde. Das ist dieser hier. Das ist einfach so ein klassischer Stift zum Anspitzen. Und dann halt hier auch ein Spoolie mit dabei. Und der wird jetzt einfach mal verwendet. Schöne Farbabgabe. Richtig cremig ist das Ding, du. Also, ne? Schön aufgefüllt, schöne Form reingebracht. Da ist jetzt noch nichts, da ist was drauf. Sieht echt gut aus, weil das halt auch einfach meiner Augenbrauen Haarfarbe entspricht. Das ist toll. Ja, also ein Augenbrauen-Gel habe ich jetzt tatsächlich nicht gefunden von Maybelline. Das heißt, hier werde ich jetzt einfach eins verwenden, was ich da habe. Das ist von Benefited 24 Hours Brow Setter. Der fixiert einfach nochmal die Augenbrauen. Das finde ich immer ganz praktisch. Da habe ich ganz, ganz viele Backups von, weil ich den einfach auch klasse finde. Und ja, ein bisschen Make-Fix-Plus zwischendurch, um schon mal so ein bisschen das Ganze miteinander verbinden zu lassen. Und jetzt ist auch so der Moment, wo ich ganz gerne immer mit meinem Schwämmchen dann nochmal unter den Augen hergehe, damit der nicht creased, der Concealer. Jetzt kommen wir zu dem sehr Verrückten. Und zwar, ja, die Nudes of New York oder Nudes of New York ist eine Lidschattenpalette, die man jetzt kaufen kann bei Maybelline. Ich wollte eigentlich erst einen Look ohne Lidschatten schminken, aber dann kamen die raus und ich musste sie haben. Interessant dabei ist, dass die einfach mal ein Dupe ist, beziehungsweise einige Farben davon, zu der Soft Glam von Anastasia Beverly Hills. Also, wenn man die sich auch von innen anguckt, dann sieht man, was ich meine. Tschüss, Pinsel. Die dann halt so daneben, ne? Ich werde euch gleich auch ein paar Farben im Swatch zeigen und auch auf dem Auge die Farben dann entsprechend verwenden, um euch einfach mal einen Überblick zu geben, was ich damit meine mit Dupe. Und da ist ein ziemlich großer Preisunterschied bei den beiden. Das muss man schon bedenken. Mit dem Zeigefinger werde ich immer die Nudes of New York nehmen und mit dem Mittelfinger nehme ich dann die Soft Glam Palette. Hier haben wir einmal die ersten zwei Töne. Ich meine, das sind so ganz normale knochenfarbene Töne. Da kann man jetzt nicht groß was zu sagen. Ne? Da haben wir einmal die Farbe Soldist und die Farbe Tempera. Soldist aus der Nudes of New York und Tempera aus der Soft Glam. Da sieht man jetzt auch nicht so unbedingt, weil es sind einfach Setting-Töne. Aber die werde ich gleich verwenden. Die beiden Töne nennen sich Protector und Dusty Rose. Protector aus der Maybelline-Palette und Dusty Rose aus der Anastasia-Palette. Ähnlich. Nicht 1:1, aber ähnlich. Hier haben wir die Töne Creator und Burnt Orange. Creator und Burnt Orange, auch sehr, sehr ähnlich. Explorer und Sienna, die sind, ich finde, doch relativ unterschiedlich. Aber wie das dann auf dem Auge aussieht, vielleicht sind die sich da ähnlicher, als man vermuten könnte. Okay, den Swatch habe ich ein bisschen verkackt. Aber auch von der Art und Weise der Pigmentierung, ne, wenn man sich das anguckt, die tun sich nicht viel. Inspire und Bronze, ja, hier merkt man einen klaren Unterschied.
bei der Pigmentierung, allein von der Länge des Swatches, ne? Ich gehe ja in beide intensiv rein. Self-Starter und Cypress Amber. Ich finde schon ganz schön auffällig, oder? Also es wird immer auffälliger. Globetrotter und Mulberry. Wir haben natürlich hier auch feine Nuancen im Unterschied der Farbintensität, aber Leute, ganz im Ernst, ne? Jetzt mal ganz im Ernst. Es ist schon krass. Ich find's richtig krass, wie ähnlich sich die Farben so sind und wie das einfach aussieht und so. Ja, auf dem Auge werden wir es natürlich auch gleich sehen. Ich werde immer den gleichen Pinsel verwenden, werde den aber immer zwischenzeitlich in meinem BH Cosmetics Saubermachpöttchen sauber machen, damit das Pigment abgenommen wird und ja, die Farben sich halt nicht miteinander vermischen. Ich gehe hier in die Farbe Soulless rein, um einfach hier das Lid, von mir aus gesehen das linke, zu setten. Und auf der anderen Seite gehe ich in Tempera. Da kommt ein bisschen mehr was runter. Also die sind gewohnt Anastasia Beverly Hills staubiger, ne? Als nächstes gehe ich in die Farbe Creator. Da kommt aber auch ordentlich was runter. Und gebe mir den hier einfach zur Vorbereitung in die Lidfalte. Lässt sich schön auftragen. Und sieht schön aus. Ja. Andere Seite, Pinsel sauber machen. Burnt Orange. Hier kommt deutlich mehr Pigment auch aufs Auge, selbst wenn man den Farbton kurz abklopft. Aber ich muss ihn auch mehr aufbauen, um diese Intensität zu erreichen. Also ich bin in beide Farben viermal reingegangen und habe ein sehr, sehr ähnliches Ergebnis, wobei ich sagen muss, dass bei der Anastasia-Palette das Ganze etwas intensiver ist und minimal dunkler aussieht. Ja. Krümmeln machen beide Paletten übrigens, also Kickback. Zur Lidfaltenvertiefung nehme ich den Ton Explorer. Krieg auch gut was auf den Pinsel, also das kann man sich nicht beschweren. Den setze ich mir relativ direkt darunter. Lässt sich schön einarbeiten, also das ist schön, das gefällt mir. Und auf der anderen Seite verwende ich Sienna. Der scheint hier auch schon ein bisschen dunkler in der Palette zu sein. Gucken wir mal. Ja, ein kleines bisschen. Auf beiden Seiten nehme ich den jeweiligen Setting-Ton, den ich genommen habe, um hier oben einfach mal ein bisschen aufzuräumen und das Ganze schöner zu verblenden, dass das nicht ganz so hochgezogen aussieht. So, das macht das Ganze dann doch wieder etwas freundlicher, ein kleines bisschen. So, dann gehen wir mal ins äußere V. Dann nehme ich dann aus dieser Palette den Ton Globetrotter. Boah, was eine Pigmentierung. Setze mir den so ein bisschen in Keilform und blende den auch so ein bisschen bis zur Hälfte mit in die Lidfalte. Da muss ich jetzt mal kurz blenden. Und auf dieser Seite nehme ich dann den Ton Mulberry. Die Maulbeere. Auch da, derbe Pigment. Der lässt sich tatsächlich etwas einfacher verblenden. Nun nehme ich mir hier die Farbe Inspire. Smudger greift jetzt gerade nicht so viel davon. Ne, das Fännchen ist auch irgendwie ziemlich locker. Das wackelt so vor sich hin. Ich versuche es mal mit dem Finger. Der war ja auch im Swatch nicht ganz so intensiv. Mit dem Finger geht es definitiv besser. Also mit dem Finger aufgetragen funktioniert das. Aber jo. Ne, es ist halt ein Goldton. Auf der anderen Seite nehme ich dann die Farbe Bronze und versuche das auch erstmal mit dem Pinsel. Da kriegst du was auf dem Pinsel. Und auch vom Pinsel auf den Bereich, wo du es haben willst, also aufs Lid. Aber um die Intensität zu erhöhen, nehme ich auch den Finger. Denn dann knallt die Farbe richtig, denn ich liebe die Farbe Bronze aus der Soft Glam Palette und ich kenne sie ja auch. Oh. Ich habe irgendwie auf beiden Seiten die Definition meiner Lidfalte so ein bisschen verloren, deswegen hole ich das mal kurz wieder nach. Mit Sienna und mit Explorer mache ich das. Versuche ich mal nicht abzuklopfen, gebe mir das einfach hier so drüber. Das definiert es dann wieder ein bisschen schöner. Und auch diese orangene Farbe gebe ich mir dann da entsprechend drüber. Das heißt, auf dieser Seite ist das Creator. Das mache ich aber nur ganz soft. Auf der anderen Seite ist das Burnt Orange.
So, jetzt kommen wir zum unteren Wimpernkranz. Und irgendwie bin ich hier auch ein bisschen zu hoch gekommen in die Augenbraue rein. Ja, jetzt möchte ich nämlich gerne die Töne Self-Starter, das ist dieser hier, und den entsprechenden anderen dann gleich aus der anderen Palette, aber erstmal Self-Starter mit auch diesem Point Brush. Den gebe ich mir an den unteren Wimpernkranz. Lässt sich schön auftragen. Und Cypress Amber ist der Ton aus der Anastasia Beverly Hills Palette, den ich euch erstmal zeigen sollte. Hier unten ist der, ne? Cypress Amber. Jo. Der ist doch etwas dunkler und intensiver pigmentiert. Ich blende den auch mal so ein bisschen ins V rein. Und auf der anderen Seite mache ich das gleich auch mal, weil ich das gerade schön finde. Verdunkelt man dieses Gold noch im Außenwinkel so ein bisschen, ne? Mag ich. Für den Innenwinkel haben wir jetzt nichts, was vergleichbar wäre. Deswegen sage ich erstmal so, dass das hier der Vergleichslook wäre mit den beiden Paletten. Und ich muss wirklich sagen, ob ich jetzt die eine von Maybelline nehme oder die andere von Anastasia Beverly Hills. Der Preisunterschied ist einfach so groß, dass ich sagen würde, wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich die Maybelline nehmen. Obwohl hier die Qualität natürlich schon besser ist. Ne? Also ich habe bei beiden kein Fallout, nichts krümelt. Ne? Also es ist schön zu verarbeiten gewesen, es hat auch Spaß damit zu arbeiten. Aber wenn man auf den Preis guckt, dann Maybelline, Nudes of New York, definitiv. Ich packe jetzt in beide Augenwinkel das gleiche, und zwar hier den Originator aus der Maybelline Palette. Das ist das hier außen, ne? Der schöne Ton. Jetzt auch gerade fleißig den Point Brush sauber gemacht, gehe da auch derbe rein, klopfe nicht ab, gebe mir das in den Innenwinkel. Weil die Schimmertöne in der Maybelline Palette sind halt nicht so krass pigmentiert wie jetzt in der Anastasia Palette. So, und den Rest gebe ich mir dann an die Augenbraue. Gefällt mir. Also ist ein schöner, goldiger, neutraler Look, würde ich mal so sagen, auf beiden Augen, den ich gerne mag. Doch. Schöne Palette, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Und ja, weiter geht's mit dem Eyeliner. Genau. Ja, jetzt habe ich, warum ich lache. Ich hatte ja eigentlich gedacht, dass ich einen Look ohne Lidschattenpalette mache. Deswegen habe ich mir doch einfach mal den Hyper Precise All Day Eyeliner geholt. Das ist der hier in Blau. Leute, eigentlich müsste ich den nehmen, ne? Eigentlich wäre das ziemlich geil, weil so dieses Königsblau zu diesem Gold ist eigentlich ganz schön. Ja gut, das ist ein Blau. Let's Fets. Ciao, neutraler Look. Boah, ist der deckend. Richtig cool, Leute. Ja, die Farbabgabe ist wahnsinnig geil. Also jetzt offensichtlich nicht unbedingt dafür gemacht, um einen Wing zu ziehen. Denn da will der Stift gerade nicht mehr weitermalen. Aber wir gucken mal weiter. Dieses Goldblau gefällt mir gerade enorm gut, Leute. Leute. Ich bin beeindruckt. Wahnsinnig cool, diese Blau-Kombi. Und dass der vor allem auf diesem, Lidschattenlook auch so zur Geltung kommt. Das feiere ich gerade hardcore. Ich kann mir auch gut vorstellen, den an der unteren Wasserlinie zu verwenden, weil wenn es halt einer ist, der halt auch etwas haltbarer ist, ne, dann kannst du sowas auch super dort verwenden. Boah, der gefällt mir. Das macht das Ganze ganz schön speziell. Das finde ich cool. Den gibt es auch, glaube ich, noch in anderen Farben. Die muss ich mir auf jeden Fall mal angucken, weil wenn die wirklich so schön deckend sind, dann ist das voll meins. Mag ich gerne. Als Mascara habe ich natürlich die Lash Sensational Mascara hier von Maybelline. Die hat ein aufregendes Bürstchen, also ne, halt geschwungen, Gummibürstchen, unterschiedlich lange Borsten, unterschiedlich breit vom Abstand her, aber die macht dir einen extrem tollen Augenaufschlag. Mag ich gerne. Ohne Mascara. Erste Schicht. Zweite Schicht. Dritte Schicht. Also ich muss wirklich, also, ne? Ich glaube, ich habe nicht so viel versprochen, oder? Ich finde die Mascara unfassbar schön. Ich habe keine Wimpernzange vorher verwendet und dennoch macht sie einen Schwung, sie macht Volumen, sie macht Fülle, sie macht Länge, sie macht alles richtig. Und ja, wirklich, wirklich gut, und sie hält diesen Schwung auch. Deswegen
1A, ich finde sie überragend gut. Ein Hoch auf diese ganzen Superlative von diesen YouTube-Red-Menschen immer. Ja, aber die ist wirklich geil. Also das muss ich wirklich sagen. Ich finde die wirklich, wirklich, wirklich gut. Und ich habe, glaube ich, in der Drogerie, soweit ich das jetzt so... Nee, keine, die so gut ist. Bislang gesehen. Habe ich im High-End eine gesehen, die so gut ist? Ich weiß es gerade nicht. Also ich finde sie sehr, sehr gut. Wirklich sehr, sehr gut. Jetzt widmen wir uns noch einmal kurz dem Setting Spray. Da habe ich von Morphe einfach eins, weil ich glaube, hat Maybelline ein Setting Spray? Ich weiß nicht, ich habe das gar nicht gesehen. Da habe ich hier einfach das Continuous Setting Mist, was ich jetzt einmal drüber gebe, um einfach nochmal alles zu fixieren. Lippen. Da habe ich einmal hier den Color Sensational Shaping Lip Liner in der Farbe 62 Frozen Rose. Rohende Rose. Eine zum Rausdrehen. Ja, das ist halt echt so ein Rosenholzton, ne? Mega schön. Der hat so was leicht Kühles, passt jetzt gerade überhaupt gar nicht mehr zum Augenlook, denn ich habe vergessen, dass die Rose oben auch mit zu verwenden, beziehungsweise das Dupe dazu. Aber ich mag die Farbe auf meinen Lippen richtig gerne. Ich mag dieses leicht rauchige, Gedöns. Und darüber gebe ich mir jetzt tatsächlich einen Lippenstift. Metal Mauve ist die Farbe. Das ist dieser hier von Maybelline. Das ist eigentlich so ein ganz, ganz dezenter Ton. Den gebe ich mir einfach als metallisches Finish hier so drüber. Wie gesagt, Lippen und Augen passen hier jetzt heute gar nicht mal zusammen. Aber der macht so ein metallisches Finish auf den Lippen. Muss man halt ein bisschen aufpassen, dass dadurch die Zähne nicht irgendwie gelb aussehen. Aber irgendwie finde ich das ziemlich ulkig. Ich mag den Look. Ich feiere den ziemlich. Wer ahnt denn, dass sowas dabei rumkommt? Aber Leute, das ist mein Fullface Maybelline inklusive Dupe-Vergleich zu der Anastasia Beverly Hills Soft Glam Lidschattenpalette. Und ich finde, es ist mir eigentlich ganz gut gelungen. Bis auf die widersprüchlichen Lippen, die dann aber doch irgendwie zu den Nägeln passen und dementsprechend zum Gesamtkonzept. Man weiß es nicht. Ich bleib so. Ich fühle mich irgendwie doch irgendwie fühle ich mich wohl. Ja, geile Marke, ne? Ziemlich unterbewertet oder unterschätzt, sage ich mal. Also, muss ich gestehen, ich hatte das nicht so auf dem Schirm, dass das so geile Produkte sind. Vor allem so in Kombi. Nun, mir hat es gut gefallen, dieses Schminki zu machen. Und wenn es dir gefallen hat, mir dabei zuzuschauen, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Style-and-Talk-Videos. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich wirklich von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!